Hallo Fallout-Fans, nach einer Woche Pause bin ich jetzt mit der üblich großen Ladung Mod-Vorstellung zurück. Wie im vorangegangenen kommende Mods-Video erwähnt, ist das jetzt quasi eine 2-Wochen-Zusammenfassung, weil es letzte Woche echt kaum neue Mods gibt. Ich schiebe das immer noch so ein bisschen auf den Mass Effect Release. Und das Highlight dieser Woche könnt ihr hier jetzt quasi bereits sehen, das ist Outcasts and Remnants, eine neue Questmod von den Fusion City Machern, die ja quasi eine der besten Questmods überhaupt ist. Aber bevor ich darauf eingehe, habe ich noch einen ganzen Haufen anderer Mods, die ich euch zeigen möchte. Und allem voran möchte ich einmal kurz auf ein Xbox Release hinweisen. In der letzten Ausgabe hatte ich euch Ems Abominations vorgestellt, also ein Mod, was neue Gegnertypen für Fallout erstellt und das ist direkt einen Tag nach Erstellung, nach Veröffentlichung meines Videos für die Xbox erschienen. Darauf möchte ich an dieser Stelle einmal kurz hinweisen. Und damit bin ich dann bei der ersten Mod-Vorstellung für diese Woche. Das ist typischerweise mal wieder eine Waffe, ein Revolver, um genau zu sein, der Le Mans Revolver, der 1856 in New Orleans erfunden wurde. Also, ich sag mal, zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs. Der Revolver hat den üblich großen Umfang an Modifikationsmöglichkeiten an der Waffenwerkbank. Ihr habt 4 verschiedene Gehäuse, 4 verschiedene Läufe, 5 verschiedene Zielvorrichtungen, 2 Griffe und noch diverse Dekorationsmöglichkeiten für die Griffe, dass mal ein bisschen was anderes ist. Und tatsächlich bieten die unterschiedlichen Gehäuse andere Feuermodi für diesen Revolver. Also ihr habt zum einen einen Schrotflintenmodus, in dem ihr nur eine Kugel verschießt und einen normalen Feuermodus, in dem ihr halt die ganze Trommel nutzen könnt. Und je nachdem habt ihr dann 3 bzw. 6 Patronenvarianten, die ihr zusätzlich noch wählen könnt, je nachdem welche Art der Waffe ihr eingestellt habt. Und obendrein gibt es noch 3 verschiedene Abzüge, also die Triggers haben ein anderes Gehäuse, also so leichte Verzierung dran, sieht ganz nett aus. Standardmäßig verschießt die Le Mans Kaliber 44 und hat dabei 9 Patronen und wie gesagt variiert das je nachdem, was ihr einstellt, auf unterschiedliche Patronenanzahl, die ihr dann auch entsprechend schnell oder langsam nachladen müsst. Ähnlich wie bei dem gewaltigen Power Armor Revolver könnt ihr eine fette Kugel in die Mitte laden oder ganz viele außen entlang. Und wie üblich möchte ich euch jetzt mal wieder die Sounds vorspielen. Dabei habt ihr dann direkt die neuen Ladeanimationen gesehen und halt auch, was ich meinte, mit den verschiedenen Kugelversionen. Für die verschiedenen Kaliber bringt die Modifikation auch eigene Patronen mit, die ihr dann an einem Chemielabor herstellen könnt. Selbstverständlich ist der Revolver wieder in sämtliche Leveling-Listen eingearbeitet. So ungefähr ab Stufe 20 solltet ihr ihn an Gegnern finden können. Typischerweise wechsle ich jetzt zu der nächsten Kleidungsmodifikation, die stilistisch sehr gut zu unserem Questmod dieser Woche passt, Outcasts and Remnants, was sich ja so ein bisschen auch um die Enklave dreht. Und das hier ist halt die Enclave Officer Uniform. Auch wenn das stilistisch zusammenpasst und ihr die Uniform gerade schon im Einsatz gesehen habt, muss ich sagen, dass ich sie nicht so genial finde. Also vom Aussehen her ist sie durchaus gelungen, aber vom Handling her, von dem, was man drüber tragen kann, ist sie sehr wenig gepanzert, bietet also wenig Schutz und entsprechend, muss ich sagen, fällt man direkt gleich mal tot um, wenn man in so eine Gegnermasse reinmarschiert. Aber ansonsten nettes Aussehen. Ach ja, und die Blutflecken sind natürlich gerade durch meinen letzten Kampf entstanden. Die gehören nicht zu der normalen Texturierung. Müsst ihr euch einfach wegdenken. Damit möchte ich euch kurz Crimson Riders Kate vorstellen. Also Kate, den Companion, kennt ihr ja. Und Crimson Rider hat sich zum Ziel gesetzt, die ein bisschen schöner zu machen. Ich muss sagen, das ist ihm sehr gut gelungen. Er ist ja auch kein Neuling auf dem Gebiet. Also Crimson Rider hat bereits 77 Mods rausgebracht. Und falls euch das verbesserte Gesicht von Kate gefällt, dann holt euch die Modifikation. Und jetzt habe ich ein Problem, denn ich muss euch etwas zeigen, was nicht ganz jugendfrei ist, möchte dieses Video aber jugendfrei halten. Daher gibt es jetzt nur ausgewählte Perspektiven von Wasteland Inc., einer Modifikation, die halt die normale, langweilige Körpertextur mit ein paar Tattoos versieht.
Ich muss obendrein aber sagen, dass ich ein, zwei Probleme mit dieser Mod hatte. Sobald ich irgendwas anziehen wollte, wie einen Bikini, Unterwäsche oder sonst was, hatte ich direkt mal ein, zwei Texturfehler bei Wasteland Inc. Und deswegen zeige ich euch das jetzt hier wirklich mit dem nackten Körper. Seid also gewarnt, wenn ihr Wasteland Inc. installiert, es kann sein, dass es nicht mit jeder Kleidungsmod problemlos zusammenläuft. Die zweite Waffenmod-Vorstellung für diese Woche ist die Mosin-Nagant Gun, ein sowjetisches Repetiergewehr aus dem Jahre 1883. Das ist mal wieder eine extrem hochwertige Waffenmodifikation, die in Zusammenarbeit von verschiedenen bekannten Moddern entstanden ist, unter anderem War Daddy und Covadonga. Ihr könnt hier an der Waffenwerkbank unter anderem bestimmen, was für eine Art von Gewehr das sein soll, also die Infanterieversion oder die Scharfschützenvariante. Und witzigerweise führt das dann zu ähnlichen Änderungen wie bei dem Le Mans Revolver am Anfang, also die Scharfschützenvariante hat nur eine einzige Patrone im Lauf und die Infanterieversion 5. Die Variationsmöglichkeiten hier an der Waffenwerkbank sind ausnahmsweise nicht so zahlreich. Ihr habt hier verschiedene Lauflängen, wodurch ihr die Reichweite natürlich erhöhen könnt. Ihr habt auch einen optionalen Damage-Multiplikator, wenn euch der Schaden nicht ausreicht. Und wie ihr hier gerade sehen könnt, gibt es neben dem Schalldämpfer auch sehr extreme Varianten von Bajonetten. Und jetzt möchte ich euch mal wieder die beiden neuen Sound-Varianten vorführen. Dank der Mod-Spezialisten, die hier dran beteiligt waren, bietet das Gewehr sowohl in der First Person als auch Third Person eigene neue Reload-Nachladeanimationen. Und sobald ihr die Modifikation installiert habt, könnt ihr ab Stufe 25 Gegnern die Waffe bei denen als Beute ergattern. Und nun möchte ich euch Hezza vorstellen. Das ist eine neue Begleitermodifikation, die Karawanenhändlerin Hezza integriert. Ihr könnt sie südlich des Friedhofs finden. Und ich muss leider sagen, dass die Modifikation bei mir etwas buggy ist. Ich kann Hezza zwar ansprechen, aber keine Dialoge von ihr anklicken oder sonst was. Von daher möchte ich jetzt aufnahmemäßig zu einer Filmaufnahme von dem eigentlichen Ersteller des Videos wechseln. Ich gehe mal davon aus, dass im Gegensatz zu Bethesda der Mod-Autor hier sicherlich noch ein bisschen Bugfixing betreiben wird. Hezza hasst Zint, glaubt aber an Aliens, womit ihr, wenn ihr sie tatsächlich auf die höchste Rufstufe bringt, einen neuen Perk bekommt, der euch mehr Schaden an Sims anrichten lässt. Sie ist mit einem Lasergewehr ausgestattet und kann direkt Anfänger-Terminals hacken. Sie gewinnt auch ein paar Perks im Laufe der Geschichte hinzu. Und mit rund 1200 Zeilen Dialogen sollte sie ähnlich viel zu sagen haben wie die normalen Begleiter von Fallout 4. Natürlich ist das Ganze wieder nur in Englisch, das heißt, wenn ihr die deutsche Version spielt, werdet ihr zwischendurch den ein oder anderen englischen Dialog erleben und auch euer Hauptcharakter mal einen englischen Satz von sich geben. Und da ich die Modifikation selbst nicht weiter austesten konnte, gehe ich jetzt einfach mal weiter zur nächsten Vorstellung für diese Woche. Und damit sind wir wieder bei einem leichten Kleideroutfit für Frauen, dem 90s Girl Outfit. Das besteht aus drei Teilen, die getrennt voneinander getragen werden können, der Hose, den Schuhen und der Bomberjacke. Das Outfit ist für CBBE, besser gesagt für das Francine CBBE Preset gedacht. Ihr könnt aber dank den ganzen inkludierten Bodyslide Sets auch andere Varianten eurer Körpereinstellung verwenden. So, und diese Woche haben wir tatsächlich einiges an Abwechslung drin. Was ihr hier jetzt seht, ist die neue USS Constitution, also das Schiff, was eigentlich von Robotern gesteuert wird. Als USS Constitution Resurrected Modifikation ist das Schiff jetzt vollkommen befreit von der ganzen Technologie. Ihr habt keine futuristischen Antriebe mehr dran und eine ganz neue Lackierung, funktionierende Segel etc.
Hierbei handelt es sich um ein Player Home, also sagen wir mal was ähnliches wie die Red Wave. Ihr könnt aber nicht in jede Stadt reinfahren, also die einen Gewässeranschluss hat. Es gibt aber tatsächlich drei Standorte, die ihr wechseln könnt, wenn ihr die Mod habt und mit dem Schiff durch die Gegend fahren wollt. Standardmäßig liegt die USS Constitution vor der Burg vor Anker. Sie ist von Anfang an auf eurer Karte verzeichnet, heißt, ihr könnt euch einfach dahin teleportieren und das Player Home dann nutzen. Wie ihr sehen könnt, ist es auch in Stil echt eingerichtet und bietet so grundsätzlich alles, was man bei einem Player Home eigentlich erwarten sollte. Zusätzlich gibt es übrigens noch die normale USS Constitution, also die wurde nicht entfernt und die hat sich deswegen optisch auch ein wenig verändert. Falls ihr die noch aufsucht, wundert euch nicht, dass die plötzlich auch einen leicht weißen Anstrich bekommen hat. Was ihr hier jetzt sehen könnt, ist die letzte Waffenmod-Vorstellung für diese Woche. Das ist der Raw Launcher, also eigentlich ein Raketenwerfer, aber deutlich höher konfigurierbar als die Standardvariante. Ihr habt hier an der Waffenwerkbank 5 verschiedene Zylinder, die quasi die Art der Rakete bestimmen, die ihr verschießt. Dann könnt ihr jetzt optional noch 2 Zielfernrohre dran schrauben und dem Raketenwerfer auch noch eine Lackierung geben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Raketenwerfer wenig Schaden macht oder das Scharfschützengewehr vorhin viel, denn beide erzeugen ungefähr gleich viel Schaden. Wie auch immer möchte ich euch hier nochmal kurz ein, zwei Variationen zeigen, also mit verschiedenen Zylindern und Lackierungen. Und viel mehr kann ich zu der Modifikation auch schon nicht mehr sagen. Das ist, glaube ich, ein Erstlingswerk des Mod-Autors. Deswegen gibt es die Mod bisher nur für den PC. Er möchte sie aber auch noch für Konsolen, beziehungsweise in dem Fall wohl nur die Xbox One rausbringen. PlayStation hat immer das Problem dieser Limitierung, dass kein neuer Content rein darf. Und im Gegensatz zu den ersten Waffenmods, die ich euch gezeigt habe, müsst ihr diese Waffe nicht direkt finden, sondern könnt sie an jedem Chemielabor herstellen. Und jetzt möchte ich euch mal eine ganz andere Modifikation zeigen, die nennt sich Don't Quit Your Dayjob und dreht sich darum, dass eure Siedler in euren Siedlungen tatsächlich auch etwas herstellen, wenn sie an den Werkbanken stehen. Ihr selbst könnt an einem beliebigen Chemielabor das Konfigurations-Holotape herstellen und darüber dann einstellen, zu was für einer Prozentchance sie was herstellen sollen und dergleichen. Wenn ihr also schon immer wolltet, dass eure Siedler sich selbst Rüstung basteln oder ähnliches, dann könnt ihr das durch diese Modifikation jetzt bewerkstelligen. Und das gesamte Konzept funktioniert mit den Werkbanken, die ihr sehen könnt, also einem Chemielabor, einem normalen Kochherd, einer Rüstungswerkbank, einer Waffenwerkbank und der Power Armor Werkbank. Es ist also so ein bisschen wie Busy Settlers, die Leute stehen aber nicht nur an den Werkbanken dran, sondern sie basteln euch tatsächlich was. So, und damit bin ich jetzt bei der letzten kleinen Modifikation für diese Woche, dem Scavenged Mercenary Gear. Und wer jetzt denkt, das habe ich schon mal gesehen, der liegt richtig. Denn diese Modifikation baut auf dem Mercenary Pack auf, das ja eine der berühmtesten Outfit-Modifikationen für Fallout 4 ist. Das bedeutet, ihr müsst das Mercenary Pack tatsächlich installiert haben und dann könnt ihr diese Sachen erst herstellen. Also an so einer normalen Armor Smith Workbench, die von Armor Smith Extended, glaube ich, kommt. Und was ihr dadurch bekommt, ist ein Outfit, das diesem hier sehr ähnlich sieht. Also ich glaube, es hat zusätzlich nur einen Schal und verwendet sonst dieses Erscheinungsbild, sag ich mal, das sich aber leicht variieren lässt. Also ihr könnt verschiedene Farben festlegen, lange, kurze Ärmel und dergleichen. Wem also genau dieses Outfit gefällt, beziehungsweise Variationsmöglichkeiten, dass da irgendwo ein Messer, Patron oder sonst was dran heftet, der kann sich die Modifikation jetzt runterladen. Und damit bin ich jetzt so gut wie durch. Also ich hätte euch jetzt noch sexy Magazine-Covers oder neue Poster zeigen können, die ein bisschen freizügiger sind und womit ich dann jugendschutzmäßig wahrscheinlich Probleme gekriegt habe. Deswegen entfällt das an dieser Stelle. Ihr könnt gerne mal nach sexy Magazine-Covers googeln oder so. Aber halt, ich habe euch ja noch gar nicht Outcasts and Remnants gezeigt. Also wie gesagt, ist das eine neue Quest-Modifikation, die hier in der Nähe der Oberland Station startet. Dort ist jetzt neu der Brotherhood of Gold Bunker, wo ihr dann Chuck Finlay drin findet.
Allein deswegen finde ich diese Modifikation schon geil. Also Chuck Finley ist ein Charakter aus Burn Notice, der wurde von Bruce Campbell, dem Army of Darkness Darsteller, gespielt, und die Mod-Autoren haben Chuck Finley tatsächlich in diesem Ebenbild designt. Der sieht ein bisschen aus wie Bruce Campbell. Wie auch immer, geht diese Modifikation einigen Fragen nach, die sich Spieler von Fallout 3 wahrscheinlich in Fallout 4 gestellt haben. Also was ist zum Beispiel mit den Brotherhood of Steel Anhängern passiert, die mit dem Führungswechsel zu Ältester Maxon nicht einverstanden waren? Oder wie sind die Gunner in den Besitz von Plasmawaffen, Vertibirds und Powerrüstungen gekommen? Und hatte die DC Enclave einen Notfallplan? Was ist mit den Überlebenden der Brotherhood of Steel passiert? Wohin haben sie sich zurückgezogen? Um derartige Fragen dreht sich die Questmod halt und führt dabei unter anderem 4 neue Fraktionen ein. Die schon erwähnte Brotherhood of Gold, die Natick Banks Raiders, also diese kleine Stadt im Südwesten. Dann die Enclave Remnants und die Vault-Tec Survivors. Die Questline greift unter anderem auf Fusion City zurück, weswegen ihr Fusion City als Modifikation ebenfalls noch installiert haben müsst, damit Outcasts and Remnants funktioniert. Und ähnlich wie diese Mod bringt auch Outcasts and Remnants wieder 2 neue Companions, Begleiter mit sich, Ash und Gabriel, womit wir bei Ash dann wieder bei Bruce Campbell wären. So oder so, auf alle Fälle eine Modifikation, die ihr ausprobieren solltet. Ich möchte aber an dieser Stelle nicht zu viel von der Story spoilern, ihr sollt das Ganze ja selbst erleben und mache daher hier einen Schnitt. Ich hoffe, meine Mod-Vorstellungen für diese Woche haben euch gefallen und ihr gebt dem Video im Umkehrschluss jetzt einen Like. Und wie üblich möchte ich mal wieder darauf hinweisen, falls ihr an ähnlichen Mod-Videos interessiert seid, schaut mal in unseren RPG-Guide-Channel, da gibt es unter anderem eine Mod-Bestenliste, dann die Fallout 4 Mods wöchentlich und natürlich vieles mehr rund um Fallout und andere Rollenspiele. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video.